Hallo, hier ist Benjamin Braun mit dem Test zu Cube 2, dem neuen Rätselspiel des britischen Indie-Studios Toxic Games. Darin löst ihr, so ähnlich wie in Portal, aus der Ego-Perspektive mitunter knifflige, physikbasierte Rätsel. Ihr platziert hier allerdings keine Portale. Stattdessen erschafft ihr verschiedene Arten von Würfeln, Säulen und Sprungpads und müsst später auch zunehmend Kettenreaktionen auslösen, um den Ausgang der Rätselräume zu erreichen. Ähnlich wie im gelungenen Vorgänger Cube aus dem Jahr 2011 bildet die Rätselmechanik die größte Stärke des Spiels. In Cube 2 habt ihr zwar an sich lediglich Zugriff auf drei unterschiedliche Würfeltypen, die ihr mittels eurer Handschuhe an bestimmten Interaktionspunkten aktiviert, die Vielfalt, die sich daraus ergibt, ist allerdings sehr groß. Da ihr erst spät im Spiel denselben Würfeltyp auch mehrfach platzieren dürft, müsst ihr exakt auf die korrekte Reihenfolge achten, um euch per Sprungpad auf eine höhere Ebene zu katapultieren, eine Säule entstehen zu lassen, die als Stopper oder Tritthilfe dient, oder einen Würfel auf einen Schalter fallen zu lassen. Die Komplexität der Aufgaben mehrt Cube 2 im weiteren Verlauf vor allem durch die Umgebungen selbst. So überziehe ich Würfel zum Beispiel mit Öl. Wenn ich sie dann schleudere, können sie über den Boden rutschen. Außerdem kann ich sie mit Hilfe des Öls entzünden, um damit Flammentore zu öffnen. Mit Säulen erschaffe ich wiederum Windbrecher, um den Luftstrom von Ventilatoren auszuhebeln, oder ich nutze magnetische Felder, um den Würfel an den richtigen Einsatzort zu bringen. Dabei spielt aber nicht nur die richtige Platzierung der Interaktionsmittel eine Rolle. Später müsst ihr auch immer Elemente neu anordnen, damit ein rutschender Würfel am Ende auch auf der richtigen Position landen kann. Nicht ganz optimal fällt die Lernkurve aus, denn obgleich die Komplexität der Rätsel mit verschiebbaren Plattformen oder aktivierbaren Kugeln, die ihr gekonnt durch Rätselparcours lenken müsst, anwächst, so fordern die Rätselräume doch sehr unterschiedlich. Als Nachteil erweist sich zudem, dass die Spielphysik nicht immer absolut identisch ihren Dienst verrichtet. Wenn ich einen einzelnen grünen Würfel per Jumppad in eine bestimmte Richtung schleudere, landet der Würfel nicht immer ganz genau an demselben Punkt. Probleme könnten manch einem auch die kleinen Geschicklichkeitsanteile in Cube 2 machen. So platzieren wir an einem Magnetpad beispielsweise einen Würfel, schleudern uns per Jumppad darauf und stellen das Magnetpad dann auf Abstoßen um. Da wir bei der Überwindung der Kluft zusätzlich im richtigen Moment vom verschossenen Würfel abspringen müssen, könnte der eine oder andere Spieler überfordert sein. Es gibt im Menü zwar eine Hilfsfunktion für die aktiven Sprünge im Spiel, die sorgt aber nur begrenzt für Abhilfe. Das ist allerdings Meckern auf hohem Niveau. Die Rätsel sind durchweg kreativ und abwechslungsreich. Im letzten Spieldrittel ist es aber vielleicht der eine oder andere Rätselraum zu viel, wenn ich auf zig Räume verteilt einen Generator oder einen Teleporter aktivieren muss. Dem gut 6- bis 8-stündigen Rätselspaß tut das allerdings keinen Abbruch. Visuell ist Cube 2 kein Hingucker, aber die Grafik auf Basis der Unreal Engine 4 ist mehr als nur zweckmäßig. Gravierende Unterschiede zwischen der PC-Version, die ich bereits im vergangenen Jahr auf der Gamescom ausführlich anspielen konnte, gibt es im Vergleich mit der PS4 oder der Xbox One-Version nicht. Kleinere, aber für Konsolenspieler verschmerzbare Vorteile der PC-Spieler ergeben sich bei der Präzision der Eingabe. Aber auch die Gamepad-Steuerung funktioniert sehr gut. Selbst bei weiter entfernten Interaktionspunkten musste ich höchst selten mal einen Würfel neu platzieren, den ich versehentlich auf einem falschen Feld gesetzt hatte. Ich mochte den ersten Teil von Cube sehr. Klar, er war offenkundig sehr stark von Portal inspiriert, aber weit mehr als eine Kopie. Spielerisch gilt das auch für den Nachfolger Cube 2, der mit seiner Würfelmechanik auf ein ganz eigenes Rätselkonzept setzt und auch nicht einfach dem Vorgänger nacheifert. Heruntergebrochen darauf macht mir das Spiel genauso viel Spaß wie Portal. Gut, der Anspruch der Puzzles schwankt stärker und folgt keiner so vorbildlichen Lernkurve wie im großen Vorbild. Aber trotz der mal zu geringen, in einzelnen Fällen nur schwierig nachvollziehbaren Lösung, kann ich über die Qualität der Rätsel nicht meckern. Eigentlich nervt nur, dass die Spielphysik hier und dort nicht immer zum selben Ergebnis führt. Denn auch wenn ich exakt dasselbe tue, landet ein per Jumppad katapultierter Würfel nicht immer an derselben Stelle. Das kann unnötig verwirren, da ich einfach ab und zu glaube, den falschen Ansatz gewählt zu haben, obwohl ich es eigentlich richtig mache. Die Story in Cube 2 reizt mich persönlich nicht sonderlich, aber gut und potenziell spannend gemacht ist sie dennoch. Letztlich bildet sie aber kein entscheidendes Element für den Spielspaß. Wer größeres Interesse daran hat, erhält einen kleinen Bonus. Wem die Geschichte egal ist, wird davon nie belästigt oder mehr als ein paar wenige Sekunden bis zum nächsten Rätselraum aufgehalten. Erwarten dürft ihr aber in keinem Fall ein erzählerisch ähnlich immersives und humorvolles Abenteuer wie in Portal. Die Story bleibt Beiwerk.
Doch wenngleich Cube 2 insgesamt nicht ganz die Klasse von Kim Swifts Ego-Puzzler oder Verves zweitem Teil erreichen mag, wenn es um die Rätsel geht, dann kommen Freunde des Genres hier voll auf ihre Kosten. Hübsch anzuschauen ist das Spiel auf Basis der Unreal Engine 4 obendrein. Eine bessere Alternative im Genre der Ego-Sicht-Puzzlespiele findet ihr aktuell jedenfalls keine. Die Note und weitere Fakten erfahrt ihr auf gamersglobal.de.